Und hallo YouTube zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Hier ganz gemütlich sitzen wir am Feuer in der Taverne mit ein bisschen Gesellschaft hier. Warm ist es, draußen ist es nicht so warm. Es ist Himmelsrand, es ist immer kalt und scheiße, aber na, kalt ist nicht unbedingt scheiße. Aber hier drin ist schön und warm. Und in der letzten Folge haben wir ja das Tentakelbuch gelesen, sind erfolgreich aus der Welt des Cthulhu zurückgekehrt. Und wer sich jetzt fragt, warum ich hier in der Taverne sitze, ich bin offscreen hergegangen. Größtenteils, weil in der Zeit, wo ich. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Das musst du Schande jetzt ist will ich das. direkt erzählen. In der Zeit, wo ich nämlich hergegangen bin, um hier mich auf Quest zu begeben, ist nämlich das Spiel Die abgestürzt Wachen und in dieser Stadt sind alle die. faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Der ist mir unangenehm, tut mir leid. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Setzen wir uns mal hier hin, damit ich reden kann in Frieden. Der da hinten stört ein bisschen. Also, das Spiel ist kurz Mir abgestürzt, gefällt während ich diese halt Arbeit ja hier ganz hergegangen gut, bin aber und ich bin reif für den Ruhestand. halt die Ich Fresse. trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Kann man Was hier mal braucht seine ihr? Ruhe haben und in Frieden moderieren? Ist ja ekelhaft. Setzen wir uns hier in die Ecke. Halt. Hat man jetzt hier mal seine Ruhe? Hier mit den Tomaten. Ich. Ein Prost auf die Ah, Jugend, sabt auf jetzt davon. unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Hey, Hände weg! Sturmäntel ade, Das war eine Kampfgeist Tomate. verstört. Das war ein Versehen, okay? Kann ich die schnell. Holen uns wieder, was uns gehört. Ich habe gesehen, wie ihr das gestohlen habt. Der Königsmörder soll Wir haben die sicherlich Tomate wieder leben. hingelegt. Mit Das sollte eigentlich keinen Frieden stören. zurück Okay, stört auch keinen. seinem Also, Willen. ich bin halt hier offscreen hergegangen, weil das Spiel, also die Wir Aufnahme streiten und lief schon. kämpfen ein Und dann ist das Spiel Leben lang. abgestürzt, was ich seit 2 Minuten jetzt Und erklären unser wollte. Ist eigentlich Ende nicht soll weiter wichtig. Und Gnade jetzt sind wir halt schon hier. erhalten. Ich habe. Also, ich habe den Plan erklärt. Doch Wir die sind jetzt mit den Wachen sind Gefährten durch. Das heißt, als unser nächstes wollte ich mir Bleiben. die. Sie werden die. Die Rebellion vornehmen, aber vorher muss man ja einen Daedra-Quest machen, der ist nämlich Kämpfen sonst, mit glaube ich, weg oder Schwertern ein. zumindest schwieriger zu bekommen. Und dazu muss man als erstes mit ihr hier Halt, reden was kann ich euch bringen? und ein bisschen nach Klatsch und Tratsch Die fragen. Gefährten? In Das Yorvaska? wissen wir schon. Sie. Ich habe einige seltsame Ah, das ist Geschichten von es. den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Willst du meine Meinung dazu wissen? Lasst es mich wissen, falls ihr Puh. sonst noch etwas Das ist benötigt. meine Meinung dazu. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz So, und gut, jetzt suchen aber wir ich uns noch bin. ein bisschen Hier, Arbeit. seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte Ich den glaube, Banditen ich dafür. muss Jetzt machen noch wir ein paar nämlich Becher spülen. wieder ein bisschen Nebenquest-Wochen. Das weg, das weg. Das, die beiden machen wir jetzt. Das ist auch noch auf der Liste. Wir haben noch vieles eigentlich auf der Liste. Wir haben sehr, sehr vieles noch eigentlich auf der Liste. Als nächstes kommen ein bisschen die Nebenquest-Wochen bei Skyrim. Das heißt, die nächsten, ich sag mal so 2, 3, 4 Folgen vielleicht, werden wir uns mit Nebenquests befassen. Als Auftakt dazu ein bisschen Banditenmetzeln. Das schadet ja gewöhnlich nie. Bisschen Geld abholen und dann werden wir uns vor allem Daedra-Quests zuwenden. Das heißt, wir werden 2, 3 Daedra-Quests machen, mal sehen. Und wenn wir die haben, dann gehen wir zu der Rebellion und machen die als nächstes. Dann, also so der Gesamtplan, dann als, danach kommt dann die Magierakademie und nach der kommt dann die Assassinen-Gilde. Und was da noch übrig ist, sehen wir dann. Das war ein bisschen kurz. Naja, Gelegenheit, unser neues Schwert auszuprobieren. Wir sind verloren. Rückzug. Ist die gerade eingefroren und verbrannt? Was hat unser Schwert für Eigenschaften? Ach stimmt, das macht ja 10% Chaos. Chaos!
Ah, komm her. Oh, ihr steht auf einer engen Brücke gegen ein Dovahkiin. Dumme Idee. Da sieht nämlich das hier. Ich hab nicht vor, hier wegzugehen. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Mit euch werde ich fertig. Sicher? Verdammt! Sie ist nicht schlecht. Aber die wahre Macht des Dovahkiin, der Heiltrank. Ihr werdet noch heute sterben. Don't think so. Gar nichts. Ich hab was? Natürlich habe ich gewonnen, was dachtest du denn? Kannst noch den Nervtöter da drüben erledigen, den Schrein war bin abgenommen. Warum das. Geh mal weg da. Danke. Man sollte ja auch hinter sich aufräumen. Das machen wir auch. So, Waffen werden wir den ganz wurscht da nicht brauchen. Denn der Narr vergisst eine der grundlegenden, oder die Narren vergisst eine der grundlegenden Regeln. Steht an einem Abgrund gegen Dovahkiin. You don't do that. Stupid. Sollte man nicht machen. Die Leute verstehen, die lernen aber auch nicht das, weißt du? Das ist so, man zeigt ihnen ihre Verfehlungen auf, wie sie halt versagen in der. Piste. Aufgrund der schieren Tatsache, ich glaube, den Spell kennen wir noch nicht, dass sie sich falsch positionieren, aber sie lernen halt nicht daraus. Ich frage mich gerade, ob wir den da drüben runterschreien können. Da warten wir mal kurz. Ich will wissen, wie weit das geht. Treffen tut uns der sowieso nicht, wenn man hier ein bisschen Sidestepping betreibt. Nur ein bisschen warten. Ein bisschen, weil man darf ja auch mal ein bisschen mit seinen Feinden spielen. Wofür ist man denn ein gottgleiches Wesen? So, da ist er aufgeladen. Works as intended. Ich wollte nur wissen, ob der da runterfällt, okay? Ich wollte wissen, wie weit das geht. Wenn sich halt der Schrei weit entfernt, dann scheint er ja so ein bisschen nachzulassen, so ein bisschen schwächer zu werden. Und ich wollte wissen, ob man da wirklich halt mehr oder weniger auf die Entfernung, auf die dann doch vergleichsweise große Entfernung, jemanden noch treffen kann damit. Weil man schon sagen muss, wenn man halt so ein bisschen mit der Umgebung, also an solchen Orten ist natürlich das Fuß oder da schon stark. Wie gesagt, wenn man halt Leute wo runterbrüllen kann. Ja, wir haben sie ja im Kampf gegen diesen einen Schneeelfen-Vampir-Typen da im Dawnguard-DLC gesehen. Der stand auch an der Brüstung. Der trifft ungefähr genauso oft wie ich. Aber ich gewinne. So, wir haben hier aufgeräumt, genau. Wobei, aufräumen, wir werfen die Leichen in den Fluss, das ist eigentlich überhaupt nicht gut fürs Ökosystem. Ich meine, so verwesende Menschenleichen. Viel Spaß an die Leute, die da später das Trinkwasser. Der hat gute Pfeile. Und hopp. Das hab ich. Pro-Tipp, spring nicht der Leiche, der du in den Abgrund wirfst. Tut weh. Okay, das Ganze nochmal. Oh mein Gott, die Folge ist gerade so nutzlos. Aber hey. Ist ja zur Einleitung der Nebenquest-Wochen. Wir werden jetzt ein bisschen schneller vorgehen, die einfach mal flott wegprügeln. Keine Rücksicht auf Verluste und nicht so lange irgendwelche Fight-Battles machen. Ich mach's. Mit dem Bogen dauert es ja tendenziell ein bisschen länger, aber wenn man jetzt hier ordentlich herangeht, dann sind die eigentlich recht schnell weg. Ich meine, ihr hättet nie herkommen sollen. Verdammt, wo seid ihr hin? Auch hier nicht lang rumblocken. Einfach erledigen. Draufhauen und weghauen ist die Devise. Wir halten den Geklammer trotzdem.
Ja, red du nur. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Das wirst du schon müssen, weil sonst werde ich dich umbringen. Warum würdest du einer alten Frau die Hand schicken? Das ist nicht nett. Das macht man nicht. Der hielt auch ganz lange durch. Den locken wir jetzt am besten hier kurz heraus. Zeigen ihm, was ein Doverkin ist und hacken ihn zu Brei. Das kann eigentlich Chaos-Schaden jetzt alles machen. Das ist ja. Natürlich habe ich gewonnen. Was hast du erwartet? Trottel. So, normaler Bandit. Komm. Wen willst du eigentlich beeindrucken? Hä? Wen willst du eigentlich beeindrucken? Komm. Mich nicht. Ja, das glaube ich schon, dass ich dich umbringen kann. Mädel. Du hast nicht, was es braucht, um einen Doverkin aufzuhalten. Moment, die Kiste war. Die Kiste plündern wir schon nochmal. Die war ein bisschen drüber. Die Folge ist irgendwie ein bisschen. Die ist so ein bisschen wie teilweise meine Witcher-Folgen. Sinnlos. Man rennt nur rum. Gut, und verprügelt ein paar Leute. So, jetzt rasch zu ihmchen hier rüber. Diesmal werden wir nicht in den Abgrund werfen, dabei nachspringen. Ich lerne aus meinen Fehlern. Man mag es nicht glauben, aber ich lerne aus meinen Fehlern. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ihr werdet noch. And there she goes. So. Hätten wir das auch erledigt? Hat die das überlebt? Hast du. Nee, ich dachte schon, die hätte es überlebt. Davor treibt sie. Okay. Ich dachte schon, hier wäre was ganz falsch und die hätte es überlebt. So. Jetzt können wir auch hier nämlich gleich das Lösegeld abholen. Alles in einem Rutsch sozusagen. Werden wir nicht zwischenzeitlich aufs Maul fallen, geht alles hier glatt. Und dann können wir auch mit den Ekelkindern reden und herausfinden, was mit denen falsch ist. So, wie gesagt, jetzt gibt es ein paar Nebenquests, vor allem Daedra-Quests. Eben hier ist Auftakt, den Daedra-Quest hier. Und damit werden wir in der nächsten Folge beginnen, denn erst holen wir uns jetzt hier das Kopfgeld. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Und in der nächsten Folge. Danke dafür. 100 Gold. Wow. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Kindern des Fürsten hier. Was die für Probleme haben mit dem Daedra-Quest. Die Folge war ein bisschen sinnlos, sagen wir es mal so. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Daedra-Quest hier. Und eine Sache fällt mir ein, die wollte ich sagen, beziehungsweise die habe ich gesagt, als das Spiel ja vorhin kurz abgestürzt ist, beziehungsweise. Vor dieser Folge ist ja das Spiel abgestürzt. Ich stelle mich hier mal wieder ein bisschen abseits, damit wir die nicht reinreden. Vorher ist ja das Spiel abgestürzt und ich habe halt, deshalb habe ich das schon gesagt, aber dann vergessen, dass ich es gesagt habe. In den Kommentaren wurde ich ja gefragt, weil ich ja, ich beantworte ja ein paar Kommentare ab und zu einfach in der Folge, weil das, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen teilweise angenehm. Also manchmal schreibe ich ja nicht sofort auf einen Kommentar zurück und in der Folge fällt mir dann ein und das war eine Sache, die ist mir in der Folge erst eingefallen. Dann habe ich es vergessen, dass ich es schon gesagt habe, obwohl der da das Spiel abgestürzt ist. Das heißt, dass ich es eigentlich gar nicht gesagt habe und jetzt sage ich es nochmal. Wow, diese Folge ist wirklich komplett um den heißen Brei rumreden und nichts tun. Außer ein paar Banditen umbringen. Was ich sagen wollte bei der ganzen Sache, in den Kommentaren wurde gefragt, wie viel ich jetzt eigentlich schon Skyrim gespielt habe. Und das wusste ich so auf Anhieb gar nicht. Ich habe dann mal nachgeguckt. In Steam steht das ja immer dort. Und wie sich herausstellte, habe ich inzwischen ziemlich genau 400 Stunden Skyrim zusammen. Und das ist scheiße viel, muss ich sagen. Gut, man muss jetzt dazu sagen, das Spiel gibt es jetzt seit 2011. Am 11.11.2011 kam es ja raus. Seitdem habe ich es auch. Also kurz nach dem Release habe ich es mir gekauft. Und seit der Spiel ist ja eigentlich. Ich habe es zweimal komplett durchgespielt. Einmal mit einem Nord, einmal mit einem Khajiit. Beide sind so rum Level 70, Level 80 geworden. Jetzt hier im Let's Play auch schon seit Ewigkeiten. Habe beide Story DLCs gespielt und alles. Also es ist schon viel, sehr viel Content drin. Vor allem wenn man es dann halt mehr oder weniger zum dritten Mal spielt. Also oder dreimal spielt. Da kommt man schon viele Stunden zusammen. Und ja, es sind 400, knapp über 400 jetzt und das ist eigentlich erschreckend viel, aber hey, es hat Spaß, es macht Spaß, es macht immer noch Spaß. Es ist eigentlich das Krasse, dass es nach 400 Stunden immer noch Spaß macht. Und ja, das wollte ich noch gesagt haben in der Folge und jetzt tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dann, tschüss.